Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, zu einem neuen Let's Play. Ich bin diesmal nicht Freddy Yeti oder Jackie Goat oder wer auch immer. Nein, ich bin Fritz Schmitz. Und ihr seht mich hier schon. Wir spielen bei der Fortuna aus Köln. Ja, ich weiß, ein Kölner mal wieder. Aber diesmal habe ich eine Mission, ein eher Langzeit-Safe. Sag ich mal, aber eher auch ein Fun-Save für mich. Aber ich dachte, ach, irgendwie so ganz ohne YouTube kann ich da jetzt gerade auch nicht. Deswegen habe ich mir gesagt, na, nimmst du doch deine paar Zuschauer, die du hast, vielleicht werden sie auch mal was mehr, mit und zeig denen mal in eher größeren Abständen, wie es denn läuft. Auch unregelmäßig, weil ich keine Ahnung habe, wie oft ich dieses Save spielen kann. Und ja, wir starten bei der Fortuna aus Köln. Mein alter Ego in diesem Safe ist Fritz Schmitz hier. Schaut euch ihn an, ist er nicht wunderschön. Ein 1,69 und 69 Kilo schwerer, harter Arbeiter. Hat schon die ganzen Haare verloren. Ist nämlich eigentlich erst 38, 11.11.78 natürlich geboren. Der Zeitpunkt von dem letzten großen Kölner Erfolg, gut, beim FC, aber trotzdem, oder nee, nicht letzten Erfolg, aber vom Double, ja, das fand ich sehr passend, so auch nicht zu alt. Hier seht ihr ein bisschen meine Werte. Ich habe gewissermaßen gesagt, gut, ich will dem alter Ego Fritz Schmitz so einen gewissen Ego geben. Der ist halt so ein richtiger Quälig, so richtig Magat-mäßig Fitness, Fitness, Fitness. Taktisch hat er natürlich auch was drauf. Mental und mit jungen Spielern kann er trotzdem sehr gut arbeiten. Aber es hat halt seine Art und Weise. Die müssen halt fit sein, ne? Gut, Führungsdisziplin ist ganz hoch, ganz hoch. Wer aufmuckt, der Sayonara, Adios und Ciao. Ich sag nur Bella, Ciao, Ciao, Bella, Ciao. Bitteschön für den Ohrwurm. Motivieren kann ich natürlich auch. Wenn sich nicht motiviert fühlt, wird rausgeschmissen. Natürlich brutale Zielstrebigkeit. Ziel ist natürlich Meisterschaft, Champions League. Aber gut, wir starten jetzt erstmal in der dritten Liga bei der Fortuna aus Köln. Und da ihr wahrscheinlich die Fortuna aus Köln noch nicht so gut kennt, ein traditionsreicher Verein, ist schon was länger her, dass sie in der im Profifußball aktiv waren, waren, ja, 2000 sind sie abgestiegen in die dritte Liga, beziehungsweise in die Regionalliga hieß sie ja damals, da gab es noch keine dritte Liga, deswegen hier dieser Sprung, wurden sogar nach einem Jahr durchgereicht bis in die Oberliga, haben dann einige Jahre rumgekrebst, bis sie 2010, 2011 wieder aufgestiegen sind in die Regionalliga und dort drei Jahre später, 2013, 2014, aufgestiegen sind in die dritte Liga und seitdem 14., 11. und zuletzt 16. wurden. Beziehungsweise in der jetzt zuletzt abgeschlossenen Saison waren sie sogar noch erfolgreicher gewesen. Sie haben sogar eine gute Zeit lang um den Aufstieg mitgekämpft, haben es aber am Ende gegen die Puste aus, die Breite des Kaders war nicht mehr da, waren, ja, yeah. Genau. Erzrival ist natürlich der erste FC Köln, aber die werden wir noch überholen, keine Sorge. Ansonsten Fortuna Düsseldorf, Viktoria Köln und Rot-Weiß Essen so ein bisschen. Ja, ein, finde ich, sehr sympathischer Verein. Hat irgendwie auch coole Trikots, wie ich finde. Also, ich finde das Logo, so ganz am Rande, ich finde das Logo auch total geil. Ich bin auch ein kleiner Fan, nicht der Riesenfan. Die spielen im Südstadion, knapp 15.000 Leute kommen da rein. Da kommt man auch übrigens, wenn man sich in Köln was auskennt, kommt man echt gut hin. Gefühlt besser, finde ich, als zum Rhein-Energy-Stadion. Aber gut, 1948, wie der FC auch gegründet worden, ist ein professioneller Verein. Einrichtungen sind okay, ein recht professionelles Team. Medientipp ist so Platz 12. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen in die Mannschaft rein. Ich mache das jetzt. Ich habe schon eine kleine Taktik ausgetüftelt. Ich habe schon ein bisschen gespielt, ein paar Tage, seht ihr ja am Datum. Und zwar habe ich eine kleine Taktik schon mal aufgestellt. Bisher noch ohne Teamanweisung, bin ich mir noch nicht so sicher. Viererkette ist bei mir irgendwie Standard. Ansonsten defensives Mittelfeld, ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler, der hier so ein bisschen Bindeglied spielt. Einen vorgeschobenen Spielmacher mit einem der Starspieler.
links einen nach innen ziehenden Stürmer, rechts Flügelspieler natürlich, nur sonst ist das hier so ein bisschen arg blank. Und ansonsten Stoßstürmer vorne drin. Ja. Und jetzt würde ich sagen, ich gehe mal vor allem die erste Hälfte so ein bisschen durch, um mal ins Team zu gucken, was haben wir hier für ein Niveau in der dritten Liga. Wir haben im Tor Tim Boss mit der Nummer 1. Und er hat für einen Drittliga-Torwart eine richtig starke, also er hat richtig super Reflexe, halten ist auch gut. 1 gegen 1, der gefällt mir richtig gut im Tor. Also da ist kein Bedarf. Der ist erst 24 Jahre alt. So heute 24 Jahre alt geworden, eher gesagt. Passend. Kann ich ihm zum Geburtstag gratulieren, frage ich mich gerade. Interaktion. Schade. Ich kann ihn nicht zum Geburtstag gratulieren. Gut, auf der rechten Seite haben wir Dominik Ernst als Außenverteidiger. Der ist, ja, ich habe den ja als angreifenden. Ja, der ist recht schnell, einen guten Antritt, hat eine sehr gute Fitness, was ich sehr gut finde, weil ich ja einen eher offensiv haben will, der ein bisschen hin und her wurschelt. Ja, rechte Verteidigerposition sehe ich aktuell noch so ein bisschen als Problem. Wir hätten sonst noch den Christoph Menz rechts, wobei der eher so fürs Mittelfeld geeignet ist. Und für rechts, also und angreifen, ja, könnte man auch überlegen. Ist aber, der ist mir aber nicht schnell genug und hat auch eine gute Bodenfitness, aber ist nicht schnell genug für meine Ansicht. Aber da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen wechseln noch. Gut. Ansonsten haben wir, oh Gott, kriege ich den aus dem Bernhard Kehr? Weiß ich nicht. Innenverteidiger, 21-jähriger Spieler aus Ghana. Ist in der Deckung gut, Kopfball gut. Er kann sich noch halt super entwickeln und aggressiv, dieser Einsatzfreude hier. Also, gutes Stellungsspiel. Der gefällt mir echt gut. Also, für seine 21 Jahre. Der deckt sehr eng, bleibt immer hinten, versucht lange Pässe. Das ist jetzt nicht das Schlechteste, was er hat, so an eigenen Moves, sage ich mal. Dann Uafero haben wir noch. Bone Uafero. Unser, ja, bester Innenverteidiger, sage ich mal. Hat auch sehr solide Werte, vor allem hier Deckung und Kopfball, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also mit Innenverteidigung ist gut aufgestellt. Dahinter wird es dann teilweise so, ja, dahinter sieht es eigentlich auch gut aus. Weil wir haben dann so Moritz Fritz, könnten wir hinten spielen lassen als Innenverteidiger. Der ist ja in der Deckung jetzt nicht so gut, aber sonst auch anständig. Genau, links habe ich auch so noch in meinen, also auch wieder Außenverteidigerposition, schwierig. Ist ganz okay, der hat halt keine Ausdauer. Ist schwierig. Also es ist aktuell so, muss ich mal gucken, ob ich mir noch was für links hole. Ansonsten hätten wir noch den Timo Röcker. Kein Röcker, sondern Röcker. Auch ein Außenverteidiger. An und für. Ist auch okay, aber könnte besser sein. Genau. Im defensiven Mittelfeld haben wir den Nico Brandenburger. Der, muss ich sagen, sehr, sehr solide, hat sehr gute physische Werte. Mental ist er auch ein kleines Monster, sage ich mal, für die dritte Liga. Und so technisch. Und er ist erst 22 Jahre alt, also echt gut. Gefällt mir. Ansonsten als Box-to-Box-Mittelfeldspieler haben wir im Endeffekt den Mike Kegel. Er könnte an sich auch einen Spielmacher machen, sehr gut. Aber da ich vorne schon einen Spielmacher habe, will ich ihn eher so als Schnittstelle so zwischendrin. Hat zwar dafür nicht die, hat Werte, dass er woanders als Spielmacher eher spielen könnte, aber ich habe mir gesagt, er ist jetzt nicht der Schlechteste, den packt mal da rein und gut ist. Von daher, der sollte die Sache auch gut machen. Ansonsten gehen wir doch mal von rechts, gehen wir doch mal los. Da haben wir im Endeffekt Thomas Brücker. Vielleicht kennt manch einer diesen wundervollen Stürmergott mit diesen super effektiver. Ist aber ein Teamwork-Spieler, wie schon jemand gesagt hat. Grüße an Marci, gehen raus. Teamplayer, sage ich mal gewissermaßen. Und ist jetzt nicht so der klassische Stürmer, deswegen will ich ihn. Ist eher so ein Zielspieler, sage ich mal. Ich packe den aktuell erstmal auf die rechte Seite. Ist jetzt nicht der schnellste, ist ja auch schon was älter. Und ja,
Liegt aber auch ein bisschen daran, dass Maurice Exlager, auch ein Ex-Kölner, also FC-Spieler, aktuell verletzt ist, den ich eher so rechts sehen würde. Rechts vorne könnte man auch mal gucken, ob ich noch was Besseres kriege. Dann haben die Damani, einer der besten Spieler, wie ich finde, im Verein. Hat super Werte, ist ein super Spielmacher aus meiner Sicht für die dritte Liga. Er ist durchgängig echt gut. Also mit dem Jungen kann man einfach arbeiten. Also guckt euch den an, der ist nicht der Schnellste und alles. Aber der gefällt mir echt gut. Ich mag den Typen. Und der hat schon mal länger dort gespielt, ne? Würde ich mal sagen. Links haben wir noch Manuel Farona Pulido. Ein inverser Außenstürmer, der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Der ist im Dribbling gut, was sehr wichtig ist, wenn er nach vorne zieht. Hat einen sehr guten Antritt, also erstmal kurz weg zu gehen vom Verteidiger weg. Von daher, gutes Flair, der kann gut ausdribbeln. Gefällt mir schon links außen. Deswegen habe ich das auch so ein bisschen auf den zugeschnitten. Auch weil so links jetzt nicht so... Ja gut, den Röcker hätten wir... Ich hätte noch Michael Kessel so. Ist beidfüßig. Dementsprechend kann er auch einen inversen Außenstürmer machen. Und dann haben wir vorne im Sturm noch Keita-Ruel. Daniel Keita-Ruel, ein Franzose. Auch sehr, sehr stark im Abschluss, im Kopfball. Habe ich jetzt mal als Stoßstürmer reingepackt. Also mit dem kann man arbeiten. Ansonsten haben wir hier noch Aaron Eichhorn. Unser Talent, unser größtes Talent angeblich im Verein. Finde ich jetzt noch nicht so überragend bisher, vor allem weil er Verteidiger sein soll unter die Deckung. Boah. Ich weiß es noch nicht. Ist halt auch 18 Jahre erst alt. Geht. Ansonsten kann ich noch irgendwie ein interessantes vorstellen. Robin Scheu. Wäre noch interessant eigentlich für die rechte Seite, hatte ich auch schon überlegt. Hab aber Bröker aktuell erstmal den Vortritt gelassen, muss ich ehrlich zugeben. Warum eigentlich? Weil ich ein bisschen Offensivpower wollte, glaube ich. Gut. Jetzt habe ich schon keine Stimme mehr. Ich sag mal kurz Prost. Ja. Das so viel zum Verein. Wir haben eine U23, eine U19 auch hier. Einer der größten Talente, auch ein inverser Flügelspieler natürlich. Beziehungsweise inverser Außenstürmer, dem mir eigentlich auch schon echt gut gefällt. Hat halt keine hohe Zielstrebigkeit, der Ali Ceylan. Aber an und für sich solide, sage ich mal. Solide. Oh Mann, ey. Da hätten wir eigentlich noch als Torwart den Yannick Bruns, aber gut. Brauchmarkt, der ist auch, also für seine 18 ist der echt gut. Reflexe, hohe Bälle halten, 1 gegen 1. Hat halt auch, oder hat eine gute Zielstrebigkeit, also. Wisst ihr was? Kriege ich den mal Entwicklung? Ich habe irgendwo Rauswurf gelesen, ich bin auch bescheuert. Tutoring. Na toll, ach im Urlaub. Weiß gar nicht, ob es gerade geht. Ja, okay, dann da ist jetzt nicht viel drin. Gut, ansonsten. Ich bin dabei aktuell so ein bisschen... Ich habe ein bisschen Transferbudget generiert dadurch, dass ich die Prämien gestrichen habe. Ansonsten will ich eigentlich mal ein bisschen auf die Wettbewerbe eingehen. Wir haben einen Mittelrheinpokal, da sollen wir das Finale erreichen. Was im Endeffekt uns dann dazu führen würde, wenn wir den Pokal gewinnen, dass wir im DFB-Pokal dabei wären. Und in der dritten Liga sollen wir in die obere Tabellenhälfte kommen. Ist aus meiner Sicht machbar. Sage ich jetzt. Punkt. Ich versuche aktuell so ein bisschen zwei Scouts zu holen. Einmal Vincent Jager hier als Chef-Scout. Mal gucken. Beides ablösefrei. Dann Stefan Engelsherr, mal beim FC war er mal hier auch Scout gewesen. Ist auch sehr, sehr solide. Mal schauen, ob ich die beiden kriege. Und was kann ich Ihnen sonst erzählen? Achso, wie ich das mir überhaupt hier vorgestellt habe, genau. Mein Gedanke war, dass er eher so ein Fun-Safe ist, mache ich eher größere Sprünge in der Zeit. Und heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich den Saisonauftakt, gegen wen spielen wir? Ich glaube, gegen Münster ist der Auftakt. Genau, gegen Münster und gegen Rostock. Den Saisonauftakt werde ich euch zeigen. Dann werde ich wahrscheinlich so, weiß ich nicht, bis Mitte Hinrunde irgendwie springen. Wir haben hier 19 Spiele in der Hinrunde. Oder wie ist das hier so geteilt? Wann ist Winterpause? Gucken.
Genau, ist perfekte Winterpause hier. Genau in der Mitte. Da werde ich dann irgendwo so nach 9, 10 Spielen mache ich mal so einen kleinen Cut und mache mal wieder ein, zwei Spiele. Und zeigt ihr euch, wie der Verlauf der Saison war. Und dann Ende der Rückrunde, Anfang der Hinrunde, schaue ich mal, wie ich das genau mache. Ob ich da zwei Folgen draus mache, eine, weiß ich noch nicht. Kann ja so einen Abschluss der Hinrunde machen, Anfang der Rückrunde mit Transfer ein bisschen. Dann wieder Mitte der Rückrunde. Also wir kommen, sage ich mal, Auftaktfolge, Saisonstart, was haben wir noch? Mitte, Ende Hinrunde, Anfang, Rückrunde, Mitte Rückrunde, Ende der Saison. Ich sage mal so, auf 7 Folgen pro Saison, Pi mal Daumen, kommt man. 6, 7 Folgen, irgendwie um den Dreh rum werde ich das anlegen. Ziel ist natürlich, dass ich auf Dauer gesehen aufsteige in die zweite Liga erstmal. Schauen wir mal. Ich habe gar nicht so viele Erfahrungen, muss ich sagen, gesammelt bisher im FM, ein bisschen dahin zu gehen, einen Verein größer mal aufzubauen über mehrere Jahre in meinem Journeyman, beim ein Yeti auf Reisen, wo ihr auch jederzeit, finde ich, gut einsteigen könnt, so zwischendrin. Wo ich aktuell bei HNK Chibalia in Kovci in Kroatien in der ersten Liga spiele. Und es ist gerade sehr. Es ist immer spannend, aber da hoppe ich so ein bisschen von Verein zu Verein. Hier will ich die Fortuna aus Köln so ein bisschen nach oben bringen und ja, wirklich einen Langzeit-Safe schaffen, wo ich dann irgendwann mal in der ersten Liga eigentlich sein will. Also irgendwann vielleicht Europa. Es dauert ewig. Und ich will dann auch hier die ganzen Einrichtung vom Verein so ein bisschen ausbauen. Vielleicht neues Stadion, Pipapo, wie ich erstmal schauen. Ja, das ist so mein Gedanke, was ich hier im Verein vorhabe, mit diesem Let's Play so ein bisschen, mit diesem Safe. Ich will euch immer mal ein bisschen zwischendurch berichten, wie es denn so läuft. Ja, eigentlich so ein Safe für mich, aber ein bisschen auch für euch. Und ich hoffe, ihr werdet Spaß daran haben. Ich werde, denke ich, viel Spaß daran haben. Ja, und das läuft jetzt dann parallel wirklich sehr unregelmäßig, weil es sind dann halt größere Zeiträume. Und dann schaue ich mal, wie oft ich zum Aufnehmen komme, beziehungsweise auch zum Spielen selber. Das Gute ist, ich habe nicht so viele Ligen selektiert. Es geht schneller als meine Yeti auf Reisen, wo ich alles sehr spielbar habe. Hier habe ich nur Deutschland spielbar, weil ich ja nur bei Fortuna bleiben will. Gut. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, sonstiges habt, Tipps gerne auch für die dritte Liga hier. Spieler, die ich holen könnte für die rechte Verteidigungsposition, für rechts vorne, sonstiges. Linke Verteidigung. Schreibt die gerne in die Kommentare. Allgemein freue ich mich natürlich eh über Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat oder was auch immer, lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich gerne. Ich habe mich ja lange dagegen gesträubt, solche Abschlussfloskeln zu sagen. Ich packe sie jetzt einfach mal mit rein, in der Hoffnung, dass es was bringt, weil wenn euch die Folgen gefallen und mir einen Daumen da lasst oder auch kommentiert, werden meine Videos automatisch bei der YouTube-Suche höher gerankt und dadurch können mehr Leute sehen. Und wenn es euch gefällt, könnte es ja auch anderen gefallen. Ja, wie dem auch sei, ich würde mich freuen. Kommentare, Likes, Abonnenten, Abos, yeah! Ich verdiene ja nichts daran, aber ich freue mich über Aufmerksamkeit. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch wahrscheinlich noch einen schönen Sonntag. Ich weiß es gerade nicht sicher, ob ich die schaffe, morgen zu veröffentlichen. Wie dem auch sei, macht's gut. Wenn es dann heißt, ich habe noch kein Volk, ich weiß noch nicht, wie ich das heißt, nennen soll, mit hier Fritz Schmitz, an die Spitze mit Fritze. Nee, keine Ahnung. Wie dem auch sei, ich, ja, wünsche euch einen schönen Tag, guten Morgen, guten Abend, was auch immer. Macht Madet die Ode und bis zum nächsten Mal. Euer Raketen-Yeti. Ciao.